Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Eine weitere Schatzjagd steht an. Wir befinden uns in Fort Lewis. Rote Insel, alt ist der Name der Karte. Ihr seht das, wir werden als nächstes Video auch Fort Lewis aktuell sehen. Nur, ja, damit es als Nachschlagewerk dienen kann, muss ich das natürlich auftrennen. Wenn ihr sucht Rote Insel, alt und dann die Karte habt, die so aussieht, dann wisst ihr schon mal, ihr müsst nach Fort Lewis und da befindet sich der Schatz. Ich mache mich hier schon mal auf den Weg. Doch bevor wir uns direkt dorthin begeben, nochmal ganz kurz rüber in die Werbung. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GUDI und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. So, da sind wir auch schon wieder zurück aus der Werbung und hier sind es nur ein paar beherzte Schritte. Hier gibt es wirklich zig Schatzstellen hier, Fort Lewis. Wenn wir also hier reinkommen ins Lager, praktisch fast geradeaus gehen, als wollen wir weiter marschieren, tun wir das nicht, sondern biegen ab hier an den beiden Kreuzen, wie wir auch auf der Map gesehen haben, können uns bücken, können graben, können einen Schatz mit nach Hause nehmen. Und das war Schatz Rote Insel Alt mit dem Bild. Ich packe das wie immer fett und groß auf das Thumbnail oben drauf, damit ihr das dann auch entsprechend nachschlagen könnt. Oben rechts Symbol, wie immer natürlich die Anmerkung, muss natürlich identisch sein. Ich danke und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.